Also, oh, jetzt springen wir. Stimmt. Ich komme dann auf Spurtaste. Hey, ja, ich bin so schlau. So, ich wollte eine Treppe haben. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ach nee, das Falsche. Da müssen wir rüber und jetzt erst hier schmeißen. Genau so. Ja. Und zwar das hier. Machen wir mal 30 Stück, könnten lang, müssen aber nicht. So. Dann wieder da hinüber und dann machen wir mal unseren Treppenaufgang hin. Hier muss ja irgendeinen Abgang machen, damit wir perfekt dahin kommen. Ich würde sagen, wir beginnen. Hier. Halt, stopp. Wir beginnen hier. Man kommt rein und dann geht's gleich hoch. So wird ein Schuh draus. Hier, hier, dahin, dahin, dahin. Do. Hier, hier und hier. Ah, perfekt. Dann kann ich nämlich hier so zumachen. Da wird es nicht gehen. Nee, da geht es nicht. Perfekt. So. Da komme ich dann das hier so hin. Hier kommt man dann da nach unten. Wo ich jetzt erstmal ein paar Fackeln nur verteilen muss. Ich bin gerade noch überlegen, ob wir vielleicht hier innen drin. Das ganze Ding dann hier noch hochziehen. So. Theoretisch könnte man hier hinten zumachen. Das machen wir auch. Da hinten weg alles. Und dann mit dem hier tauschen. Der war hier. Halt Erde. Erde, Erde, Erde. Wir haben ja so viel Erde, da kann ich dann hier locker unten mit Erde auffüllen. Genau, bis hierher. Dann kommt wieder der hier. Dann kommt wieder Erde. Dann kommt der hier und hier Erde. Und lass mich jetzt nicht lügen. Halt. So, da geht's hoch. Da kommt der hier hin, genau. Jetzt habe ich noch 3 Stück, die werden wohl nicht hier lang, oder? Eins, zwei. Es wäre es abziehen gewesen. Perfekt. So, perfektomatico. Was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, ist die Ecke hier. Ja gut, da muss ich auch noch hoch.
Hier müsste dann noch da kein dabei gerade aufgefüllt werden. Mit denen hier. So, und zwar das hier alles. So. Und dann füllen wir nicht da unten noch schnell auf. Huch. So, und dann kann man hier nicht die Mauer perfekt hochziehen. Und haben hier unseren kleinen Turm mit Aufgang. Jetzt. Bam, 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 bam. Ja, da, gut, da hinten müssen wir dann machen. Da wären jetzt auch meine Ideen gewesen. Wir nehmen die hier. So. Upsala. Und so. Oh, das war knapp. Mhm, das war knapp und ich flieg runter. So. Ich hätte auch immer außenrum laufen können. Egal. Und hier, dann kommt hier wieder Erde hin. Da wieder. So. Genau. Perfekt. Jetzt nehme ich dann unsere Ausgucke. Habe ich es gerade nicht. Wenn man dann hier nicht zumacht, dann hat man hier so einen Ausguck. Ich bin aber auch schon blöd, oder? Das war jetzt so eine rein rhetorische Frage. Ich bin doch viel zu klein dafür, damit ich da oben durchschauen kann. So. Dann haben wir den weg und den weg. Und klar, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Zum Glück habe ich noch ein paar dabei. Eigentlich wollte ich ja jetzt das heute nämlich ein bisschen Höhlentour machen, aber ja, jetzt bin ich doch wieder hier beim Bauen. Ich kann es aber auch nicht klar sein lassen. Das macht doch irgendwie Spaß. So, genau. Na, und ich hier nicht. Das eine ist zu hoch, das andere ist zu niedrig. Ja, man hat auf jeden Fall hier so einen Ausguck. Und da muss ich mal schauen. Gut möglich, damit wir hier dann einfach weitergehen. Mit den Treppen also. Wo beginnen wir hier? Hier ist so. Ah, wobei, sogar dann perfekt. Dann kann man nicht hier einfach auf die nächste Etage hochgehen. Hier nicht den Ausguck nur. Ist eigentlich auch perfekt. Da drüben haben wir einen. Wir könnten auch theoretisch jetzt hier noch einen machen. Habe ich hier. Und zwar. Hier hin. Einmal. Zweimal. So. Und gerade sagen, habe ich das Tor offen lassen? Aber nein. Und dann haben wir nicht hier auch noch einen. Da haben wir nicht einen. Da haben wir dann da oben erst einen. Ist aber in Ordnung. Auf welche Höhe haben wir den? Eins. Eins, zwei, drei Abstand. Eins, zwei, drei. Das wäre dann hier. Bekomme ich wohl nicht mehr ganz hin. So. So. Fehlt uns zwar jetzt noch eine. Aber wir haben dann hier auch gleich noch einen Ausguck jetzt nicht ganz. So ein kleines. So eine kleine Schießscharte heißt eigentlich genau. Ein kleines Fensterchen. Wo wir dann hier eigentlich perfekt noch ein bisschen Licht reinbekommen. Und ich bin eh zu niedrig. Aha. Ja, gut, ist halt dann nicht ganz symmetrisch. Wie sieht's eigentlich da unten, ein, zwei da unten aus?
Schauen wir nochmal schnell von innen. Und dann muss ich wieder schlafen. Ich würde sagen, wir machen so, ja. Die erste Stunde, was ich aufnehme, baue mich hier ein bisschen rum. Ja, da oben war es schon schöner, aber so wäre es symmetrisch. Ja, passt aber hier auch besser so. Schwierig, schwierig. Mhm.